Peace, meine lieben Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Und ich habe zwar schon die Serie gestern begonnen, vielleicht ändere ich das auch nochmal vom Uploadplan her, aber auf jeden Fall wollte ich jetzt einfach mal meine Top 5 in der Deutschrap-Szene so bekannt geben. Also welche Top 5 of all time habe, also nicht all time, aber so meine 5 Lieblingsrapper, die ich am meisten fühle und am meisten, ja auch generell durch die ganze Legacy, sag ich jetzt mal so, am meisten feier. So am besten, so ist es am besten. Und da habe ich 5 Stück und wir fangen mit Platz Nummer 5 an. Das ist für mich ganz klar Asche, obwohl ich Platz 5 und Platz 4 ja vom, also erkläre ich gleich bei Platz 4 nochmal genauer, aber normalerweise ist also Platz 5 hat alles besser als Platz 4, bis auf einen einzigen Punkt. Und der ist halt ausschlaggebend. Also Asche ist für mich definitiv ein Newcomer immer noch. Und geht ja sozusagen, er war jetzt in seinem Rookie-Jahr und geht in sein Sophomore-Jahr mit vor allem dem Album Knochenbrecherwelle, die sie sich herausbringen, bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessiert. Und finde einfach, dass er das meiste Potenzial hat in Deutschrap. Wieder einen harten Rapper, der aber trotzdem nicht nur über Knastdrogen, dies, das, jenes rappt, sondern eine musikalische Vielfalt wie ein Kollege mitbringt. Eine lyrische Finesse wie ein Kollege mitbringt. Ist für mich sozusagen dieser kleine Kollege, der wirklich es schaffen kann, seinen ehemaligen Dingsums nochmal zu übertrumpfen, wenn er wirklich alles gibt und sich wirklich weiter so gut und so schnell entwickelt, in dem wie er ist, dann hat er für mich wirklich das Potenzial, auch über alle anderen, vielleicht von Platz 4, die Legacy wird schwierig, aber auf jeden Fall denke ich mal, dass er definitiv über das Können eines Kollegas kommen könnte, wenn er so bleibt. Er ist für mich so dieser Rohdiamant, der Samra eigentlich für alle mal war, ist er für mich dieser Rohdiamant. Ist für mich definitiv, denke ich mal, der Way to go. Also, gehen wir direkt weiter zu Platz 4. Platz 4 ist für mich Bushido. Warum? Kann ich auch direkt schon mit Platz 3 eigentlich gleich zu konkurrieren, also im Vergleich zu Asche. War er für mich definitiv in allen Punkten mittlerweile, also er macht ja wenig selber. Das ist ja mittlerweile so dieser ausschlaggebende Punkt. Also ich finde es bei ihm ein bisschen, es hat immer alles um Fadenbeigeschmack, aber er ist für mich immer noch gut hörbar. Er hat eine schöne Rap-Stimme, er rappt auch noch gut. Aber er ist für mich schon unter dem Können eines Asches anzusiedeln. Aber die Legacy, die kann keiner ihm absprechen. Er hat die Legacy eines Goats, hat er. Der ist Deutsch-Rap-Goat, glaube ich. Kann man ja mal noch in anderen Videos diskutieren, aber Bushido ganz klar in dieser Liste, finde ich, von diesen 5 Rappern auf Platz 4 einzuordnen. Er ist über einen Asche, ein Newcomer, das ist jetzt nicht über einen gestandenen Rap, einer gestandenen Rap-Größe wie einen Bushido. Macht keinen Sinn. Aber viel mehr kann ich schon nicht über ihn sagen, weil es gibt nicht viel mehr zu ihm zu sagen. Solide am Rappen. Fader Beigeschmack natürlich. Wird vielleicht auch nochmal besser. Sonny Black 2 jetzt nicht so der Kracher gewesen, wie man es sich erhofft hat. Gute Tracks gehabt, aber hätte auch besser sein können. Aber meine lieben Freunde, dann kommen wir direkt schon zu Platz 3. Und der ist für mich definitiv San Diego. Oder SpongeBob, aka SpongeBob San Diego. Warum über Asche? Über Asche aus mehreren Gründen, weil ich einfach mit San Diego auch noch mehr verbinde. Vor allem durch sein Album Start from the Bottom und das Krabbencoke-Tape. Fand ich sehr, sehr stark. Und konnte ich mir sehr, sehr gut geben. Und auch damals die JBB-Runden waren stark. Und generell das alles habe ich ja viel nachgehört auch. Oder dann halt auch auf Boss Aura. Oder jetzt auch Rotlichtmassaker 2 oder Rotlichtmassaker 1, G's sterben Jungen. Also es waren alles Tracks, die brennen sich bei mir ins Gehirn ein und sind für mich definitiv auch ein Stück
Der gehört für mich auch zum Stück zu Kollegah. Und aber auch solo als SpongeBob, als auch als San Diego. Rap-Größe, Urgestein, aber er hat für mich zu wenig released über seine Karriere. Und das ist halt, finde ich, das Schade daran, weil er rappt grundsolide, aber ein Kollege rappt auch. Also, nee, also er könnte auf einem Können von einem Kollegen sein. Er ist aber halt dieser Ronaldinho, er hat die Skills, aber der kommt nicht zum Training. Und verpasst dadurch auch noch die Spiele. Weißt du, was ich meine? Also er könnte viel, 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 viel mehr erreicht haben und noch erreichen. Er ist immer noch jung. Versteht mich nicht falsch. Also er kann immer noch eine Legacy von einer Dekade hinlegen, wenn er will. Aber er will nicht. Oder er konnte auch nicht. Also es ist immer bei ihm so eine Sache. Es ist immer schade, dass immer zu wenig Musik eigentlich da war. Deswegen nur auf Platz 3. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zur Top 2. Und die sollte eigentlich klar sein, nachdem ich Platz 2 released habe. Für mich Platz 2 definitiv auf. Also, ihr müsst euch vorstellen, also, ihr müsst euch vorstellen: Platz 5, Platz 4, Platz 3, nee, Platz 3, Platz 2. Und ihr müsst euch diese ganze Leiter jetzt mal, dann Platz 1. Dann habt ihr Platz 1 und also Platz 2 ist für mich Farid Bang. Wunderschönes Label großgezogen. Asphalt Massaker nachgehört, komplett krank. Asphalt Massaker 2 nachgehört, komplett krank. Asphalt Massaker 3 bei Release gehört, komplett krank. Blut gehört, komplett krank. Banger, Leben kürzer, die EP komplett gehört. JBG 2 und 3 komplett gehört. Also, Bitch, please. Es gibt keinen besseren Rapper in Deutschland als ein Farid Bang vom Feeling her. Gibt's einfach nicht. Also, oder auch vom Wortwitz her, es ist einfach. Ein Farid ist einfach ein Farid. Ein Farid ist ein Unikat und deswegen funktioniert er auch. Der wird auch noch in 10 Jahren funktionieren. Der ist witzig, der ist in Meme-Videos heutzutage noch drin. Und der ist schon seit so vielen Jahren in der Szene drin. Das schafft kein Bushido, es schafft kein Sido, es schafft kein Savage. So noch jung zu wirken wie er. Natürlich, wir reden jetzt auch über Leute, die 40 sind und schon in der zweiten Dekade manchmal schon drin sind. Aber trotzdem. In der heutigen Zeit funktioniert ein Farid Bang immer noch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ja, was will man zu einem Farid Bang groß sagen? Er hat viele schlaue Moves gemacht, zum Beispiel damals International Gangster mit 6ix9ine und mit Capo gebracht. Sehr, sehr schlauer Move fand ich. Und er ist für mich definitiv mit Kollegah auf JBG. Das ist für mich das. Also, auch komplett musikalisch ungeschlagenes Duo. Deutsche, also auch jetzt international. Also es gibt für mich kein besseres Duo als ein Kollege und ein Farid Bang. In kompletter Musik. Gibt's für mich nicht. Sehe ich nicht. Gibt's nicht. Wie die sich ergänzen, wie die sich anhören zusammen auf Tracks, ist einfach. Da geht mir das Herz auf. Da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich das höre. Das ist einfach. Das ist. Weltklasse, es ist einfach Weltklasse, es ist unerreicht für mich. Und ergänzt auch, finde ich, Kollegah super, weil Kollegah ist einfach. Also ein Kollegah und Farid Bang ergänzen sich wunderbar. Sie sind beides Unikate, aber sie haben beides nicht, was der andere hat. Ist so. Die haben beide nichts, also die haben beide nicht das gleiche wie der andere hat und das macht sie so zur perfekten Kombi. Die decken jeden ab. Die decken jeden ab. Im Deutschrap, also außer ja, Jackie Cola, Truppe Minze, Shisha Bar. Nee, brauchen wir aber auch nicht als brauchen die auch nicht als Hörer. Und ich hoffe auch nicht, dass ich irgendwann auf ein Konzert von einem Kollegen gehe und dann da irgendwelche Leute neben mir sehe, die da Jackie Cola, Truppe Minze wollen. Aber meine lieben Freunde, wir haben ja noch Platz 1. Ihr könnt euch ja schon denken, wer es ist. Es ist Kollegah. Kollegah der Boss. Was soll ich über ihn sagen? Zu mich zu Deutsch. Mich zu Deutschrap gebracht. Ich bin etwas müde. Mich zu Deutschrap gebracht. Und
hat eigentlich für mich immer grundsolide Alben gebracht. Das eine mal besser, das eine mal schlechter, aber immer komplett durchgehört. Von King, hoffentlich habe ich die chronologische Reihenfolge jetzt richtig drin, von King zu Imperator, von Imperator zu, ich glaube, dann kam die JBG-Zeit, von JBG zu Monument, von Monument zu Alpha Genera 2, von Alpha Genera 2 zum aktuellen Album. Das aktuelle Album ist das Zuhälter Tape 5. Ach, das Zuhälter Tape 4 habe ich auch noch vergessen. Es kam nach King, dann kam Imperator. Sorry, Leute. Ich bin heute nicht mehr der ganz. Kann auch sein, dass ich noch eine vergessen habe. Aber auf jeden Fall alle durchgehört. Alle gepumpt. Also. Auch übrigens, ich habe auch eine Playlist von diesen 5 Rappern. Gesamte Legacy in einer Playlist drin. Ich glaube, das sind 90 Stunden oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr, so wie viel das sind. Oder ich glaube, es sind sogar Tage. Ich weiß es gerade gar nicht. Also ein paar. Also 90 Stunden sind natürlich ein paar Tage. Ihr merkt schon, Leute. Absolut. Also, meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht gefallen hat, WTF, was geht hier ab? Nicht gefallen hat, Daumen runter. Abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, masturbieren. Wir sehen uns. Peace.